Ja Leute, willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Shop drauf, denn dieser ist in 20 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. 3, 2, 1 und da ist der neue Shop. Und es gibt auf jeden Fall nichts Neues. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal auf der linken Seite an. Hier gibt es einmal die Aura zurück. Ein sehr, sehr cooler Skin. Hier mit zwei Stilen. Dieser neue Stil kam ja erst circa vor, ich glaube, 2 Monaten oder so dazu. Ist auf jeden Fall noch ganz nice. Dann gibt es dazu einmal hier den Beutebeutel als Rückenteil. Wir sehen hier einfach einen Sack mit richtig viel Geld drin. Dann gibt es dazu noch einmal hier die Diamantschädelhacke. Und dann auch noch hier den Guildskin. Der ist ebenfalls nochmal zurück in seinen zwei Stilen. Und auch dazu gibt es dann noch hier ein Rückenteil und zwar Blingbeutel, hier auch einfach so eine Tasche. Alles zurück hier nach einem Monat und daneben gibt es ein weiteres Set und zwar einmal hier mit dem Magengranate-Skin. Hier dieser zerfetzte Burger-Skin ist auf jeden Fall nochmal zurück in den zwei Stilen. Hier das Rückenteil nochmal gezeigt und ansonsten gibt es dazu noch einmal hier die Treibhaustomate. Auch hier dieser komplett zerfetzte Look in den zwei Stilen hier nochmal zurück und hier dem Rückenteil. Und dazu gibt es einmal hier die Hacke Stachelklatscher. Und dann auch noch hier die rostige Pizzaschneiderhacke. Gibt es heute alles nach 107 Tagen zurück. Und daneben gibt es schon was Selteneres. Und zwar einmal hier den Kriterion-Skin aus der Season 4. Dieser Skin ist heute nochmal zurück nach 195 Tagen. Genauso wie einmal hier der Terminus-Gleiter. Und auch hier der Oblivion-Skin ist heute alles zurück nach 195 Tagen. Das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze ein Quader klicken und hier den Code DETOR eingeben. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und jetzt gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vor allem der Sanctum-Skin zurück. Immer noch ein sehr, sehr cooler Skin. Ich muss sagen, hier das Rückenteil, dieser Umhang ist immer noch extrem nice. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist zurück nach einem Monat. Dann gibt es daneben einmal hier einen selteneren Skin, und zwar die Wüstendominierin. Die ist zurück nach 250 Tagen, also heute hier das seltenste vom Shop. Ist schon echt lange her, 250 Tage ist schon eine ordentliche Zahl. Ich zeige den Skin nochmal ganz kurz hier von hinten. Ist ein ganz simpler Skin, sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Dann gibt es einmal noch daneben hier das Poo-Emote. Ja, der wischt sich hier den Schweiß von der Stirn und ist zurück nach 37 Tagen. Dann gibt es einmal noch hier die Zinnkerzenkünstlerin. Auch dieses heute nochmal zurück nach 20 Tagen, war erst vor kurzem im Shop. Sieht okay aus, der Skin von Junk Junction damals. Dann gibt es daneben einmal hier das Oldschool-Emote. Ist heute zurück nach 25 Tagen. Ein sehr lässiges Emote. Und an letzter Stelle gibt es einmal nochmal Hüftschwung. Ist zurück nach 21 Tagen. Auch ein ganz entspanntes 200 im Rot. Ja, und das war's ja auch schon mit dem Shop von heute.